Puschkinstraße 57, Eva Ledin Borowitz, Regina Klein, Gerhard, Johanna und Bert Emanuel Kuhn. Eva Ledin wurde am 25. September 1896 als fünftes und letztes Kind von Max und Luise Ledin geboren. 1886 wird Käthe und 1887 wird Hans Hartwig geboren. Das dritte Kind ist Sohn Friedrich, der bereits mit 27 Jahren im Ersten Weltkrieg sein Leben ließ. Das vierte Kind, Willi, wird nun 3 Jahre alt. Max Ledin beschloss 1897, seine gesamte Familie in der Stadtkirche katholisch taufen zu lassen. Am 27. Oktober 1914 wird der Namensänderung von Levin auf Ledin stattgegeben. Aufgrund dieser Tatsache verwundert es auch nicht, dass alle Kinder einen nicht-jüdischen Lebenspartner heiraten. So heiratet Eva den aus Schlesien stammenden Familienjunge Willibald Borowitz. Aufgrund seiner militärischen Laufbahn ziehen Eva und Willibald nach Berlin. Nach dem Ersten Weltkrieg, welchen Willibald schwer verletzt überlebt, wird im Dezember 1919 ihr erstes Kind Joachim geboren. 3 Jahre später folgt ihre Tochter Wilma und 1925 ihre zweite Tochter Eva Monika. Zu ihrem Pech ist jedoch 1925 das Jahr, in dem erste antisemitische Anfeindungen in der Weimarer Republik auftreten. So gründen sich auch in diesem Jahr in Wittenberg die NSDAP und weitere Formationen. Willibald hat sich gut von seinen Verletzungen erholt und bleibt dem Militär treu, sogar als 1933 Adolf Hitler die Macht übernimmt. 1935 steigt Willibald in den Rang des Majors auf. Aufgrund der Stigmatisierung vermeidet er es, Auskunft über seine Frau und ihre Familie zu geben. Die Festanstellung von dem Mann von Käthe wird in Frage gestellt, ebenso die Arztstellung der Tochter Dorothea Bosse-Meyer angezweifelt. Noch vor der im November 1938 stattfindenden Reichspogromnacht trifft Eva eine unvorstellbare Entscheidung und entscheidet sich am 26. Oktober 1938 für den Freitod. 3 Monate nach dieser Tat schickt Willibald einen Gesuch an seine Vorgesetzten, um entlassen zu werden. Diesem wird aufgrund der Kriegsvorbereitung nicht stattgegeben. Stattdessen wird er am 1. Februar 1939 zum Oberkommando des Heeres berufen und dort dem Chef der Schnelltruppen zugeteilt. Am 1. September, also 7 Monate später, wird Polen überfallen und auch der als Halbjude gekennzeichnete Sohn Joachim wird eingezogen. Aufgrund des Todes ihrer Mutter werden ihre Kinder zu Ehrenarian ernannt. Am 15. Mai 1914 stirbt Joachim als Schütze im Westfeldzug. Seine Gebeine ruhen in Frankreich. Willibald wird keine Ruhe zugeschrieben, so wird er erst nach Russland geschickt und 1942 nach Afrika. Am 10. Mai 1943 gerät er in US-Gefangenschaft und kommt in das Prisoner of War Camp in Clinton, Mississippi. Wilma heiratete bereits im Krieg, während Eva Monika unverheiratet 2006 stirbt. Willibalds Tod ist bis heute nicht eindeutig geklärt, da er entweder am 1. Juli 1945 an einem Autounfall stirbt oder dem Freitod durch einen Stromschlag in der Badewanne wählt. Als offizielle Todesursache ist ein Hirnschlag angegeben. Nach dem Tod von Max Ledin bzw. Ledin erbt Hans Ledin alles. Er flieht 1939 aus Deutschland nach Shanghai. Somit wird all sein Eigentum vom NS-Regime eingezogen, so auch das Haus in der ehemaligen Klausstraße, heute Puschkinstraße. Dieses wird als Judenhaus ausgegeben, wo die ersten Juden Mutter und Tochter Klein einziehen. Clara Klein ist das dritte von 12 Kindern ihrer Eltern Michael und Lina Hirschfeld und wird am 9. März 1859 in Greifenhagen in Westpommern geboren. Bisher ist es nicht bekannt, wann sie ihren Mann kennenlernt, ihn heiratet und sie nach Wittenberg ziehen. 1939 ist ihr Mann Baruth bereits verstorben und sie selbst 80 Jahre. Sie lebt mit ihrer unverheirateten Tochter Regina in Lochwitz. Sie wohnen nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt, wo sie aufgrund des NS-Rechts umgesiedelt werden. Die hochbetagte Mutter stirbt am 8. März 1940 an einem Schlaganfall. Laut der NS-Gesetzgebung wäre es nun Pflicht gewesen, sie nach Halle zu bringen und auf dem dortigen Friedhof zu bestatten. Nach Aufforderung des Vorgesetzten der jüdischen Kultusvereinigung in Halle
wird sie in Wittenberg begraben, da der zugeteilte Kraftstoffanteil für diese Fahrt nicht ausreicht. Des Weiteren soll an ihrem Grab keine Rede und keine Predigt gehalten werden. Die Friedhofsverwaltung stimmt diesem zu. 1940 zieht auch die Familie Kuhn in die Puschkinstraße ein. Gerd ist zu dieser Zeit bereits 40 Jahre alt, seine Frau Johanna 33 und ihr Sohn Bert Emanuel 2 Jahre alt. Dazu kommt der Vater von Johanna, David. Dieser wird bereits am 27. Juli 1942 nach Theresienstadt verschleppt und stirbt am 12. Dezember. Familie Kuhn lebt nur kurze Zeit in Wittenberg. Bereits 1938 wird er, Gerhard, in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. Johanna Kuhn muss die Wohnung verlassen und zieht in die Lutherstraße 17a zu Gabriele Gold. Diese kann ihr aber finanziell nicht helfen. Dennoch wird Gerhard am 2. Dezember vorläufig entlassen. Da er keinen Ausreiseantrag stellen konnte, wird er vom 12. Januar bis 12. April 1939 noch einmal inhaftiert. Erhalten hierzu ist ein Brief von Johanna Kuhn an die Kultusvereinigung Halle. Absender hierbei ist noch die Lutherstraße 17a. Betreff Schutzhäftling Nummer 28612-Block 15. Sehr geehrter Herr Hirsch, durch Frau Wiener erfuhr ich, dass Sie jetzt der Vertreter der Jugend gegenüber der Gestapo sind. Ich möchte Sie daher recht herzlich bitten, doch einmal im Interesse meines Mannes bei der Gestapo Rücksprache zu nehmen. Ich selbst war schon zweimal in Halle. Einmal konnte ich den betreffenden Herrn nicht sprechen und das andere Mal hatte ich keinen Erfolg, weil ich keinen bestimmten Ausreisetermin vorweisen konnte. Anscheinend wird jetzt die Entlassung von der Durchführung einer Auswanderung abhängig gemacht. Nun liegt aber der Fall so, dass ich hier mein 9 Monate altes Kind versorgen muss und daher an das Haus gebunden bin. Hinzu kommt, dass die Schwierigkeiten irgendeine Auswanderung per sofort zu betreiben, wie Sie selbst wissen, außerordentlich groß sind. Ich bin aber überzeugt davon, dass mein Mann viel mehr als ich erreichen könnte, wenn er erst hier wäre. Ich weiß auch, dass er selbst den dringlichen Wunsch hat, so schnell wie möglich auszuwandern. Ich bitte Sie daher, auf diesen Gesichtspunkt besonders hinzuweisen und sich dafür einzusetzen, dass mein Mann zwecks beschleunigter Betreibung der Auswanderung entlassen wird. Hochachtungsvoll, Johanna Kuhn. Bis zum 12. April muss Gerhard im Konzentrationslager bleiben. Entlassen wird er vermutlich in die Klausstraße. Das Haus hat längst auch Begehrlichkeiten der arischen Bevölkerung geweckt. Am 15. April 1940 erhält Gerhard einen Brief. Infolge Besitzüberganges an dem Hausgrundstück Klausstraße 57 bin ich gezwungen, Sie und Ihre Familie aus wehrwirtschaftlichen Gründen anderweitig unterzubringen. Damit zurzeit andere Wohnräume nicht zur Verfügung stehen, stelle ich Ihnen zusammen mit Frau Klein 2 Doppelwohnräume in der Obdachlosenunterkunft Gaststraße 30 zur Verfügung. Ich fordere Sie daher auf, bis zum 20. des Monats die zugewiesenen Wohnräume zu beziehen, damit in Ihrer jetzigen Wohnung noch vor Monatsschluss die notwendigen Arbeiten ausgeführt werden können. Der Oberbürgermeister. Durch die Kultusvereinigung erhalten Kuhns und Regina die Aufnahme in die Synagogengemeinde Halle und werden am Steintor 18 untergebracht. Trotz dessen werden sie schikaniert durch den gelben Stern, den zweiten Vornamen Israel bzw. Sarah. Des Weiteren darf ihr Sohn nicht mit arischen Kindern spielen. Im selben Jahr werden sie erneut umgesiedelt nach Groß-Berlin 8. Am 22. April 1942 stellt Gerhard Kuhn einen Antrag auf Nutzung der Straßenbahn, da der Arbeitsplatz mehr als 10 Kilometer entfernt ist. Jedoch kann er die Gebühren von 44,25 Reichsmark nicht aufbringen. Wenige Tage später wird ihnen mitgeteilt, dass ihre Abwanderung bevorsteht. Am 10. Mai 1942 stellt Vater Kuhn einen Antrag auf Medikamente und Vitaminpräparate für sein Kind. Dies ist das letzte Lebenszeichen der Familie. Am 2. Juni 1942 erlässt die Gestapo Halle folgenden Bescheid. An den Herrn Regierungspräsidenten in Merseburg betrifft Evakuierung von Juden. Ich gebe davon Kenntnis, dass aufgrund einer Anordnung des Chefes der Sicherheitspolizei und des Staatsdienstes am 30. Mai 1942 aus dem Gau Halle-Merseburg 155 Juden nach Osten abgeschoben wurden. Gerhard Kuhn und seine Familie werden am 30. Mai 1942 mit einem Deportationszug abtransportiert. Dieser Transport wird langfristig geplant.
Die für die Deportation bestimmten Menschen werden am 11. April 1942 über ihre bevorstehende Abwanderung informiert und müssen sich in der Zeit vom 14. bis 16. April im Gemeindebüro Halle zum Empfang weiterer Anweisungen und zum Ausfüllen der Vermögenserklärungen einfinden. Von Halle aus fährt der Koppelzug mit insgesamt 663 Personen nach Lublin, das er am 3. Juni 1942 erreicht. Die Frauen und das kleine Kind sterben noch am gleichen Tag im Vernichtungslager Sobibor. Gerhard Kuhn zählt zu einer Gruppe arbeitsfähiger Männer, die in Lublin für das nahegelegene Konzentrationslager Majdanek selektiert werden. Er erhält die Häftlingsnummer 10.174. Er überlebt seine Familie nur um anderthalb Monate. Auch die arische Ehefrau von Hans Ledin und ihre Tochter Erika müssen das Haus, welches rechtmäßig ihr Eigentum ist, verlassen. Erika Ledin kann ihren Schulabschluss in Wittenberg nicht mehr beenden. Das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 liefert dem Anlass, um sie der Schule zu verweisen. Ihr Vater, Hans Ledin, kehrt nach Kriegsende aus Shanghai zurück und die Familie erlebt die Nachkriegsjahre in Wittenberg. Aber auch die neuen politischen Verhältnisse bringen nicht die erhoffte Freiheit. Die Familie Ledin verlässt daher die Stadt und lebt bis zum Tod von Hans Hartwig Ledin im Jahre 1963 in West-Berlin.